Ihr lieben Freunde meines Kanals, am 11. Juli startet endlich die vierte Phase der Season auf Discovery und es wird auch wirklich Zeit, denn SOD hängt gerade ganz schön in den Seilen. Warum und woran das liegt und was die vierte Phase dagegen tun kann, das besprechen wir in diesem Video. Herzlich willkommen! Ja, ein Blick auf die Zahlen verrät es sofort. Aktuell geht es SOD schlechter denn je. Mit gerade mal 17.548 getrackten Raid-Charakteren in Europa läuft die dritte Phase nach wie vor verdammt mies. Alleine im gleichen Zeitraum, nur mal zum Vergleich, konnte Cataclysm Classic knapp 180.000 getrackte Charaktere in Europa verzeichnen. Das ist quasi der Hype der ersten Phase von Season of Discovery, so der ausgehende Hype, denn in Phase 2 hatten wir ca. 160.000 getrackte Charaktere, zur Peak-Time von Phase 1 waren es 250.000 Charaktere. Da ist Cataclysm Classic aktuell wirklich vorne mit dabei und SOD braucht jetzt dringend den Content-Push. Und vor einigen Tagen ist er ja erschienen, der große Trailer, der uns nochmal gezeigt hat, was alles in Phase 4 auf uns wartet. Innerhalb von 5 Tagen immerhin knapp 150.000 Aufrufe bei YouTube. Da steckt also eine Menge Begeisterung und auch Erwartung dahinter. Und das braucht die Season of Discovery jetzt wirklich. Und es sind ja auch einige Ankündigungen gemacht worden, die definitiv auf offene Ohren bei den Spielern stoßen dürften. Alleine die Nightmare Incursions, dass diese jetzt nur noch Daily Quests sind, das ist natürlich für viele Spieler eine Erleichterung. Trotzdem wird es ja einem 50% Erfahrungsbuff geben, also wenn ihr Power leveln wollt in Dungeons oder wenn ihr einfach in der Open World unterwegs sein wollt, wird euer Leveln auch nochmal ein bisschen beschleunigt. Bei den Dungeons gibt es ja auch endlich einen ganz neuen Dungeon, also wirklich mal einen neuen Inhalt in der Season of Discovery. Da möchte zwar Blizzard noch nicht allzu viel zu verraten, aber Dataminer haben ja trotzdem schon ein bisschen was geleakt. So haben wir schon eine Liste mit möglichen Boss-Encountern sowie eine Liste von einem neuen Areal. Und dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Bereich südöstlich in Ashenvale, da ganz unten rechts, wo die Dämonen sind, da wird dann auch der neue Dungeon stattfinden. Aber auch alte bekannte Neuerungen, wie zum Beispiel der gebuffte Loot in den Dungeons, der wird auch in Phase 4 wieder stattfinden. Molten Core wird wie angekündigt ein 20-Spieler-Raid mit verbessertem Loot. Onyxia und die Weltbosse sind zwar weiterhin für 40 Spieler, Azuregos und Lord Kazak kommen da zuerst mit rein, allerdings sagt Blizzard hier bewusst für bis zu 40 Spieler. Wir können also auch mit weniger Leuten rein und bei den Weltbossen werden wir sogar noch belohnt. Wenn wir es mit 20 Spielern schaffen, dann gibt es besseren Loot. Die könnt ihr zweimal pro Woche legen. Da findet der Reset immer am Mittwoch und am Sonntag statt. Dafür gibt es jetzt dann feste Zeiten. Molten Core bekommt weiterhin einen Lockout pro Woche und der findet wie gewohnt am Mittwoch statt. Auch eine sehr coole Änderung ist, dass es das T0-Set jetzt in mehreren Varianten gibt. Das Ganze könnt ihr per Questline bestimmen und die Varianten, die sind dann für eure jeweiligen Klassenrollen und Specs ausgelegt. Das ist auch nochmal eine sehr, sehr gute Neuerung. In Molten Core soll es einen zusätzlichen Boss geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt auch eine neue Dungeon-Währung, nämlich den angelaufenen Real aus Undermine. Den könnt ihr einmal am Tag von Bossen erhalten, die keine Rare-Bosse in Dungeons sind. Und für den gibt es dann ja wieder verschiedene Endgame-Belohnungen zu kaufen. Die Runen sind ja mehr oder weniger das Kernelement der Season of Discovery. Da gibt es jetzt in Phase 4 einen neuen Slot für den Rücken. Da hatte ich mir zumindest mal die Runen für den Heal-Mage angeschaut. Die haben mich nicht so überzeugt. Dazu kommen dann noch zwei Unterstützungsrunen, die könnt ihr euch mit auf eure Ringe packen und die verbessern dann die Leistung eures Specs. Das fand ich ganz cool. Was ich aber super spannend finde, einige ausgewählte Runen werden jetzt zu Grundfähigkeiten, können also ganz regulär benutzt werden. Sprich, diese Runenslots werden wieder frei, da könnt ihr dann andere Runen draufpacken und für diese Slots soll es auch nochmal neue Runen geben. Das finde ich wiederum spannend. Ein wirklich cooler neuer Inhalt ist Ausbruch des Schwarzfelds. Das ist ein Event, das findet alle 2 Stunden statt. Mit eigenen Mobs, Quests und PvP kann man da auch spielen. Und während des Events erhöht ihr euren Ruf bei der Thorium-Bruderschaft und erhaltet Zugang zu wertvollen Handwerksmaterialien und weiteren Belohnungen. Das schreibt zumindest Blizzard. Sehr wichtig bei der Thorium-Bruderschaft sind aber auch die Rezepte mit Feuerresistenz. Das werden eure Tanks im Molten Core benötigen. Und es ist sehr cool, dass wir durch das Event da auch nochmal ein bisschen schneller rankommen. Bei den Weltbossen und Raids hat sich Blizzard diesmal dazu entschieden, nicht zum Start der Phase gleich alles zu öffnen. Lord Kazak und Azuregos, die beiden Weltbosse, die werden wir erst am 18. Juli herausfordern können ab 22 Uhr.
und ab dem 25. Juli 22 Uhr stehen Molten Core und Onyxia zur Verfügung. Also wir haben erstmal wirklich mindestens eine Woche Zeit, um auf Level 60 zu leveln, ganz entspannt, bevor wir überhaupt die Weltbosse sehen und dann nochmal eine ganze Woche, bis es an die Raids geht. Ich bin der Meinung, dass es SOD sehr, sehr schwer haben wird, mit Phase 4 wieder durchzustarten. Denn die Inhalte, die jetzt kommen, das sind keine Casual-Inhalte mehr. Das sind keine Inhalte mehr für Feierabendspieler. Das sind Inhalte für Leute, die WoW Classic als Main-Game zocken. Und gerade bei denen hat SOD in Phase 2 und Phase 3 einfach viele Spieler verloren. Plus Cataclysm Classic ist nach wie vor eine sehr, sehr gute und eine sehr erfolgreiche WoW Classic-Erfahrung. Für viele Spieler sogar so ein Stück weit Classic Plus. Dementsprechend denke ich nicht, dass SOD Cataclysm da sofort die Spieler abrennen wird, denn genau das ist der Spielerpool, der ja auch mit angepeilt wird, also die Leute, die sich für Classic WoW interessieren, und der Spielerpool ist von SOD sehr viel rüber zu Cataclysm Classic, und die Spieler da wieder zurückzuholen, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Und die Inhalte richten sich eben nicht an Feierabendspieler. Das war die große Stärke von Phase 1, denn da waren die Inhalte wirklich so casual, dass sie für sehr viele Spieler ansprechend waren. Und dadurch war Phase 1 auch sehr zugänglich für eine große Menge an Fans. Und jetzt in Phase 4 durch die Late- und Endgame-Inhalte wird das einfach nochmal anders. Und ja, also ich bleibe dabei, Phase 4 macht aktuell auf dem Papier sehr viel richtig, aber ob das wirklich ausreicht, ob die Leute damit wirklich zurückgeholt werden können, das bleibt natürlich abzuwarten. Also die Nightmare Incursions, dass die jetzt zu Daily Quest Zonen gemacht werden, ist auf der einen Seite ein richtiger Schritt, denn es gab eine Menge Shitstorm rund um dieses Feature. Auf der anderen Seite hat es den Leuten dabei geholfen, sehr schnell auf Level 50 zu leveln, und der Weg auf Level 60, der wird jetzt wieder deutlich herausfordernder. Wir bekommen zwar 50% Bonuserfahrung, aber so viel ist das natürlich unterm Strich auch nicht. Was auf jeden Fall eine richtige Entscheidung von Blizzard ist, ist, dass sie nochmal die 5er Dungeons gepusht haben mit der neuen Währung, mit dem angelaufenen Real aus Undermine. Damit bekommen wir zumindest nochmal ein paar neue Items. Wir bekommen jetzt T0 in verschiedenen Ausführungen für die einzelnen Specs, und vor allem bekommen wir es per Questreihe. Das finde ich auch nochmal sehr, sehr interessant. Also das könnte auch nochmal sehr motivierend sein für die Leute, um an Ausrüstung zu kommen. Ja, aber generell müssen wir wirklich sagen, Phase 4 ist kein WoW mehr für Leute, die 1-2 Stunden pro Woche einloggen wollen. Das war Phase 1, da hat das sehr gut funktioniert. Jetzt in Phase 4 muss WoW Classic einfach euer Main Game sein. Wenn ihr da richtig einsteigen wollt, wenn ihr da weit kommen wollt, dann müsst ihr wirklich sehr regelmäßig WoW Classic spielen, und das dürfte wahrscheinlich für einige Fans wieder so ein kleiner Dämpfer sein, denn wir fangen jetzt in Phase 4 ja auch schon an, uns auf zum Beispiel Naxxramas vorzubereiten, indem wir jetzt in Sholomancy und Stratholme für Argent Dawn den Ruf farmen. Das ist natürlich dann für Naxxramas super wichtig und auch für andere Inhalte. Wir müssen super viele World Buffs jetzt besorgen. 5 World Buffs stehen jetzt zur Verfügung, die wir theoretisch haben können. Das ist auch nicht jedermanns Sache, da vor jedem Raid sicherzustellen, wirklich alle 5 World Buffs zu haben. Denn ich denke mal, dass sehr viele Stammgruppen werden darauf setzen, dass sich wirklich alle World Buffs geholt werden. Dass ihr zweimal pro Woche Onyxia legt, dass ihr einmal pro Woche Molten Core cleart, dass ihr, wenn ihr könnt, auch noch die Weltbosse mitnehmt. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall alles nicht unaufwendig. Von daher, ja, Phase 4 wird, glaube ich, wieder einige Spieler zurückholen, da bin ich mir sicher. Allerdings sind die Inhalte, glaube ich, nicht so ausgelegt, dass wir den Hype der ersten Phase wieder neu erleben. Deswegen wird es für mich eine Phase für Hardcore-SOD-Fans, und alle anderen spielen entweder Classic-Ära oder Cataclysm-Classic. Das ist zumindest meine Meinung. Ich werde auf jeden Fall wieder reinstarten in Phase 4. Ich freue mich da auch drauf. Würde mich auch freuen, wenn ihr da wieder mit am Start wärt. Aber schreibt mir gerne unter das Video, was sind eure Erwartungen an Phase 4? Wie findet ihr die Neuerungen? Wie findet ihr die Entscheidungen, die Blizzard getroffen hat? Holt euch das ab. Schreibt mir das gerne unter das Video. Dann sehen und hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.